Hey, ich bin Svergo und herzlich willkommen auf Takami Galaxy. Heute noch mal ein paar wahllose Gedanken von mir. Und zwar ist es mir hier und da immer mal wieder aufgefallen, dass wir eigentlich alles haben, was wir brauchen, um hier und jetzt glücklich zu sein. Alles, was wir brauchen, ist hier. Und das ist was Wundervolles, sich dem immer wieder bewusst zu werden. Weil ich selber zumindest es auch häufig einfach mal wieder vergesse, dass alles, was ich brauche, um glücklich zu sein, hier und jetzt in diesem Moment ist. Ich meine, klar könnte man es aus der Perspektive des Überlebens nochmal ein bisschen kritischer sehen. Aber wenn du jetzt zum Beispiel gerade in der Lage bist, dieses Video hier zu schauen, dann hast du da irgendwie einen Computer oder einen Rechner oder ein Handy und bist in einer sehr privilegierten Lage in der heutigen Gesellschaft und hast wahrscheinlich ein bisschen Komfort. Und wenn man den Überlebensstandard, wie die meisten von uns, einfach irgendwie so gesichert hat, dann hat man wirklich einfach alles, was man braucht, um hier und jetzt glücklich zu sein. Hier und jetzt, in diesem Moment, sind wir frei und wir können uns einfach teilweise mal hinsetzen, was ich sehr gerne mache, und dann zum Beispiel meditieren. Und in der Meditation können wir uns bewusst werden, dass wir hier und jetzt, gerade in diesem Moment, nichts machen müssen. Wir müssen nicht mal an die Zukunft denken, wie wir uns das nächste Essen finanzieren oder was wir übermorgen machen. Oder wie der Arbeitstag gestern war, wir müssen auch nicht an die Vergangenheit denken, sondern wir können uns tatsächlich Zeit nehmen an unserem Tag und einfach mal diese Vollständigkeit und die Perfektion der Existenz in diesem Moment, dessen können wir uns einfach mal bewusst werden. Und das mache ich sehr gerne. Und das ist so wunderschön, sich dessen bewusst zu werden, dass alles, was wir brauchen, hier ist. Hier und jetzt. Dann kann man ausatmen und vielleicht sogar ein bisschen proaktiv in der Meditation sich dann noch dazu bringen, dass man einfach diesen Moment hier nochmal wertschätzt und einfach genießt. Und wenn man das irgendwie weiter und weiter übt, dann kommt man irgendwie in diesen Flow rein, das nicht nur in der Meditation zu machen, sondern überall kann man es wirklich machen. In jedem Moment kann man wirklich sagen, hey, ich wertschätze die Vollständigkeit dieses Momentes und die Perfektion dieses Momentes, weil ich habe alles, was ich brauche, um frei zu sein, um glücklich zu sein, um erfüllt zu leben. Und das ist was Wundervolles. Und so kann man dann immer mehr und mehr in dieses Genießen des Momentes reinkommen und das weiter und weiter üben. Und selbst wenn man dann in Situationen ist, die ein bisschen schwieriger sind, zum Beispiel wenn man krank ist, wie ich gerade letzte Woche irgendwie, oder wenn man in einer Situation ist, wo man zum Beispiel nicht weiß, wo man morgen übernachtet, wenn man am Reisen ist oder sowas. Selbst in diesen Situationen kann man dann ausatmen und sagen, hey, ich habe jetzt hier trotzdem alles, was ich brauche, um glücklich zu sein und um zu leben und um diese Existenz wertzuschätzen. Und das ist sowas Wundervolles, weil ich habe es auch bei einigen Menschen so beobachtet, wenn man nicht in der Lage ist, überhaupt zu tun oder wenn man das gar nicht praktiziert, das Leben zu genießen, dann ist es auch ziemlich schwierig. Selbst in perfekten Situationen, wenn man irgendwie den Sonnenuntergang beobachtet und man ist gerade an einer wundervollen Stelle irgendwie auf einem Berg, und man ist in wundervoller Gesellschaft mit wundervollen Personen und hat diesen perfekten Moment des Sonnenuntergangs. Selbst dann ist es für einige Personen schwierig, den Moment wirklich zu genießen. Weil wenn man in der Einstellung ist, irgendwie des Stresses und des in Gedanken Verlorenseins in der Zukunft oder in der Vergangenheit, dann und man ist gar nicht in der Lage, den Moment zu genießen, dann kann man ihn weder genießen in guten Situationen, wo eigentlich alles perfekt ist, noch in herausfordernden Situationen, wo man sich um Sachen vielleicht kümmern muss. Aber wenn man in die Praxis reinkommt und in
erstmal in der Meditation, das beim Nichtstun vielleicht so ein bisschen übt, den Moment und die Vollständigkeit einfach zu genießen und da so ein bisschen mehr reinkommt, dann kann man es auch in herausfordernden Situationen und in den perfekten Situationen sogar noch mehr. So, das ist einfach eine Kleinigkeit, die ich heute mit euch teilen wollte. Alles, was wir brauchen, ist hier und jetzt. Es ist einfach da. Es ist einfach hier. Und das ist was Wundervolles. Wir sind frei und wir sind frei, glücklich zu sein. Und wir können uns entscheiden, das Leben in jedem Moment zu genießen. Und das ist was Wunderschönes. Also danke fürs Zuhören. Ganz viel Liebe geht raus. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Mit vollem Magen lässt es sich natürlich am besten schlafen.